willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute stehe ich in der Küche und zwar geht es heute darum, ich möchte gerne Kastanien-Duschgel herstellen. Also Duschgel aus Kastanien und dazu braucht ihr einfach nur Kastanien. Ihr könnt ja mit euren Kindern Kastanien sammeln gehen, ich weiß mit meinem Hund. Eine Bio-Orange, dann dieses Maizena. Maizena, das kennt ihr schon aus meinem Natron-Video. Und ich habe ein Wegglas mir einfach genommen, da waren meine Nudeln drin und jetzt kommt dann da dieses Duschgel rein, stelle ich dann in die Dusche und dann kann man es wieder verschließen und ihr könnt es dann auswaschen und einfach wieder verwenden. Also ihr habt absolut keinen Müll, der überbleibt. Es wird alles verwertet und ja, also hier so zwei Hände voll Kastanien reichen völlig aus. Und let's start! Also zuallererst müsst ihr die Kastanien so klein wie möglich schneiden. Ich habe das hier schon mal gemacht, das sind jetzt zwei Kastanien. Ich schneide sie dann nochmal kleiner, aber ich will sie jetzt erstmal alle so stückeln. Den Rest, was ich noch brauche, habe ich mir hier bereitgestellt. Dann braucht ihr dazu noch eine Pfanne oder einen Topf, in dem ihr das Ganze köcheln lasst. Und das war's aber auch schon. Also ich leite euch Schritt für Schritt an und ich hoffe, euch gefällt es und ihr mögt es dann genauso gern wie ich. Was noch ein guter Tipp ist, und zwar, ihr könnt gerne noch ein paar Tropfen ätherische Öle reintropfen. Also wahrscheinlich nehme ich das ätherische Orangenöl, weil ich es eh mit einer Orange mache. Wer einen Apfel nehmen möchte, kann auch statt der Orange einen Apfel nehmen, wie ihr mögt und was ihr gerade da habt. Und es ist wirklich super wirksam, es reinigt wirklich die Haut toll, weil diese Seifendinger, ich weiß es gerade, wie sie heißen, die sind enthalten in den Kastanien und deswegen schäumt die Kastanie ziemlich und reinigt auch. Und deswegen benutze ich Kastanien. So, jetzt geht's mal weiter. Da es bei mir ein bisschen mehr Duschgel werden soll, weil es gleich für die ganze Familie sozusagen ist, also für meinen Freund und für mich, jetzt, ich habe keine Kinder. Aber ja, auf jeden Fall kommen ja bei uns auch ab und zu Leute zu Besuch und die sollen es dann einfach mitbenutzen. Achtung, dass man sich nicht schneidet. Ja, deswegen der Schale geht es ganz schwer am Anfang, aber wenn man sich dann daran gewöhnt, es schaut im Video schwerer aus, als es ist. Psst. Also am besten geht es übrigens, wenn ihr quasi eine Kastanie nehmt, hinlegt und dann so ungefähr ein Drittel vorne abschneidet, damit dann könnt ihr euch nicht schneiden und das Weiße kommt zum Vorschein. Und sobald das Weiße zum Vorschein kommt, ist es auch gar nicht mehr so rutschig und schneidet sich eigentlich wie ein Apfel dann klein. Dann die Zitrone aufschneiden, es ist eigentlich echt egal, wie sie ist, weil die kommt dann eh wieder raus, also die wird nur mit ins Wasser geschmissen. Und ich habe jetzt hier 7 große Rostkastanien eben geschnitten. Ich habe einige gesammelt, aber das waren zu viele, weil zu viel soll es dann auch nicht sein. So, das langt dann. Genau, und jetzt geht's weiter. So, also ich habe jetzt eine Pfanne genommen anstatt einen Topf und jetzt gebe ich die Kastanien in die Pfanne. Und auch die Orangen. Also der Herd ist jetzt noch aus. Dann schalte ich den Herd an. Ich mache jetzt mal auf Stufe 6,5 von 9. Das ist ja bei jedem Herd unterschiedlich. Und gieße 300 ml lauwarmes Wasser, egal ob es ist, egal ob es kalt, lauwarm oder heiß ist. Ich sage es jetzt nur dazu, drüber, so dass alles schön bedeckt ist. Und das lasse ich jetzt warm werden und köcheln. So. So, es sind jetzt ungefähr 5 Minuten vergangen und ich sehe, dass 6 eine zu hohe Temperatur war. Also es soll wirklich nur köcheln. Es dampft jetzt schon und fängt an wirklich zu kochen. Ich schalte jetzt mal auf 5 zurück und lasse es eben weiter köcheln. Es soll natürlich auch nicht zu viel Wasser verdampfen. So, und während das hier noch weiter köchelt, möchte ich ganz kurz sagen, also sie nennen sich Saponine. Die sind eben in den Kastanien enthalten, die schäumen auch und man kann ja auch aus Kastanien beispielsweise Waschmittel machen. Und hinzu kommen noch Gerbstoffe, die sind total gut für die Kopfhaut, das ist auch bei Haarausfall sehr gut. Also es gibt auch so eine Kastanien-Haarkur, es steht ja auch oft auf Produkten drauf, in Drogeriemärkten, dass Kastanien enthalten sind.
Und ich frage mich dann immer, warum kauft man dann ein Produkt, wo genau dieses eine Wort draufsteht? Also man kauft es ja dann quasi wegen diesem Wort. Also ich habe früher auch teilweise Shampoo gekauft mit Avocadoöl, wo ich mir dann dachte, nur weil draufsteht, dass Avocadoöl drin ist, kaufe ich das. Und es ist so ein ganz kleiner, mini, geringer Anteil. Da kann ich mir doch wirklich pures Avocadoöl besser in die Haare machen, dann sind nicht die ganzen anderen giftigen Inhaltsstoffe noch auf meiner Kopfhaut. So, also jetzt wird es dann bald langsam Zeit, das Wasser wird schon so milchig, wie ihr sehen könnt. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich habe mir jetzt hier ein Tuch vorbereitet und eine Schale, da werde ich gleich die Masse reingießen. Das Wasser sickert eh durch und die Kastanien und die Orange, die drücke ich dann quasi mit dem Tuch noch aus, dass auch nichts verloren geht. Aber bevor ich das jetzt mache, kommt noch ein Esslöffel von diesem Malzena rein, damit es auch dickflüssiger wird. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr dieses Malzena vorher anrührt in einer Tasse mit kaltem Wasser, weil sonst wird es ja sofort klumpig. Also das kalte Wasser mit dem 1 bis 1,5 gehäuften Esslöffel kommt jetzt noch in dieses Wasser rein. So. Und dann muss ich ganz schnell umrühren, weil das ja relativ schnell cremig wird, wie ihr das alle schon bestimmt kennt und wisst. Vielleicht vom Backen, vielleicht auch von diesem anderen Video von mir. So, jetzt lege ich mal. So, und jetzt ist es noch nicht ganz dickflüssig. Also es wird schon ein bisschen dickflüssiger, aber es ist noch nicht ganz dickflüssig. Und wenn es dann abkühlt, wird es natürlich noch mal fester. Deswegen nutze ich jetzt die Gelegenheit und seide es durch das Tuch ab. So, also das ist bei mir jetzt rausgekommen. Und ihr seht schon, dass es langsam etwas fester wird. Und ich mache da jetzt noch ein paar Tropfen von meinem ätherischen Orangenöl rein. Und dann kommt es auch schon rüber in dieses Einmachglas. Ihr müsst übrigens schauen, bei dem Ausfringen von dem Tuch ist es natürlich heiß. Ich habe jetzt noch ein anderes Tuch drum gelegt und es richtig ausgefrungen. Et voilà! Da steht's. Jetzt wird es dann noch fester, wenn es ein bisschen kühler wird. Ich tue jetzt noch eine kleine Kastanie dann rein und eine getrocknete Orangenscheibe drauf, dass ich dann, wenn ich unter der Dusche stehe, auch weiß, dass dieses Duschgel das ist, was ich da gemacht habe. Ich mache nämlich einige Sachen selber, nicht, dass ich da durcheinander komme. Ich habe jetzt auch hier gesehen, es ist natürlich viel zu groß, das Wegglas, aber ich hatte kein kleineres und ich wusste jetzt auch nicht, wie viel da reingeht. Na gut. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses Do-It-Yourself-Video gefallen und vielleicht macht ihr es ja mal nach. Ich meine, ihr könnt variieren, wie ihr wollt. Ihr hättet auch statt den Orangentropfen Zitronenmelissen, Zitronengrastropfen oder Pfefferminztropfen, was weiß ich, was es noch alles gibt, reintun können. Lavendel ist auch ganz entspannend. Ihr könnt übrigens auch Kastanien-Shampoo selber machen, das geht auch ähnlich. Und wer wirklich zu trockener Haut neigt, kann noch einen Teelöffel oder einen Esslöffel, wie ihr wollt, Kokosöl reintun, während es quasi erhitzt. Das ist auch ein super Tipp. Also dann macht. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses Do-It-Yourself-Video gefallen und vielleicht macht ihr es ja mal nach. Ich meine, ihr könnt variieren, wie ihr wollt. Ihr hättet auch statt den Orangentropfen Zitronenmelissen, Zitronengrastropfen oder Pfefferminztropfen, was weiß ich, was es noch alles gibt, reintun können. Lavendel ist auch ganz entspannend. Ihr könnt übrigens auch Kastanien-Shampoo selber machen, das geht auch ähnlich. Und wer wirklich zu trockener Haut neigt, kann noch einen Teelöffel oder einen Esslöffel, wie ihr wollt, Kokosöl reintun, während es quasi erhitzt. Das ist auch ein super Tipp. Also dann macht